Hallo und herzlich willkommen zur Folge 114 von Gothic 1 Quentins Bande. Wir sind zurzeit im Ork-Gebiet und knüppeln ein bisschen auf Waage ein. Die wollen nochmal spielen. Könnte man meinen, und dann ist man tot. So. Die sind aber gar nicht so stark. Das ist okay. Wir brauchen noch ein bisschen weniger als 9000 EP für noch ein Level-Up. Interessant. Immer noch viel, aber interessant. Ob das möglich sein wird, ist jetzt die Frage. Also Waage bringt ja noch am meisten hier. Hier ist es gerade irgendwie überraschend leer. Muss ich feststellen. Hallo? Ist auch nix. Alligatoren, gut, 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 gut. Das sind Gegner, die ich doch gerne töte. Die lassen sich nämlich auch gut töten. Ist übrigens aufgefallen, wir hätten nochmal zur Trollschlucht gehen können. Da war nämlich eine Menge Goblin-Krieger. Eventuell können wir die ja auch massakrieren. Nicht so gut wie Alligatoren hier. Wir können zu Sketty und noch eine Stufe aufsteigen. Das ist auch noch eine Idee. Jeweils tummeln sich hier in Form von Alligatoren nochmal 480 EP herum. Auch nicht schlecht. Hatten wir die alle gelootet? Jupp. Gibt's hier irgendwas zu holen? Nope. Schade, schade, schade. Da hinten haben wir ja einen Steinkreis. Und da waren auf jeden Fall auch noch Orks, wenn ich mich recht entsinne. Da unten können wir rein. Nee, da kann man nur runterfallen. Ah, ich depp. So, hier auf dem Felsengegner bei Xalas altem Turm? Nö. Hinten irgendwas? Nö. Wenn wir gerade schon im Wasser sind, können wir auch gleich mal gucken, ob irgendwas hinter den Wasserfällen ist. Warum auch immer hier die Sicht jetzt so. Aber egal. Wobei, ist eigentlich ein netter Effekt. Und bei dem haben wir es ausgelassen. Hinter den Wasserfällen ist leider nichts. Damit müssen wir existieren und zurechtkommen. So, da hinten geht sie dann nur zu Xalas Turm hinten rum und da sind dann die ganzen Golem-Geschichten, ne? Ist das schon hier? Nee, ist es nicht, das ist hinten rum. Und da unten ist quasi die, so, später dann eine der Goldminen in Gothic 2. Genau, weil hier geht es nämlich zu Xalas Turm. Liegt eine alte Streitaxt und eine extrakte Heilung. Hier massakrieren wir wieder ein paar Beißer. Und das hätte auch übel ausgehen können. 8000 EP bis zum Level Up. Mondschatten. Mondschatten, wir haben genau drei Lebenspunkte. Hey. Wahnsinn. Käsesuppe. Dunkelkraut. Gewöhnlich wertvoll. Ich glaube, so Mondschatten, das müssen wir auf jeden Fall auch gut sammeln. Ne? Die wertvollen, wo wertvoll alchemistische Zutat dabei steht, immer aufheben. Wir haben immer noch selbstgebrannten Alkohol. Ach nee, da habe ich, glaube ich, den Typen wieder abgenommen. Weil ich sie umgeboxt habe. Und Jägertopf. Oh, das ist ja cool. Das ist ein bisschen was auf dem Brot. Jetzt fängt es gleich wieder an zu nieseln oder zu regen. Regnen. Hier haben wir tatsächlich eine Höhle.
Ist die standardmäßig? Nein. Da haben wir einen Kristallgolem. Der Schaden nimmt. Und jetzt einfach mal mit voller Wucht auf den Einschlag. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Das Herz des Kristallgolems. Dieses Herz stammt aus den Überresten besiegter Kristallgolems. Vielleicht kann ich ihn für etwas verwenden. Ja, das nehme ich doch dankend an. Da haben wir wieder einen Trank der Schnelligkeit. Oh Mann. Zerkleinertes Sumpfkraut. Wofür mache ich das hier überhaupt? Blaue Kristalle haben wir hier. Okay, blaue Kristalle haben einen hohen Wert. Trank der Schnelligkeit ist für den Arsch. Der ist auch gar nichts wert. Ach du Scheiße. Zerkleinertes Sumpfkraut hat einen richtig hohen Wert. Grundzutat für den Trank der Macht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Sumpfkraut zerkleinern. Das ist ganz klar. Grundzutat für den Trank des Lebens. Haben wir schon 68 Stück. Gut, dass wir das nicht verbraten. Dass wir das Herz schon nehmen konnten vom Kristallgolem, sagt mir irgendwie, dass das eine wichtige Quest ist. Oder, das heißt, eine wichtige, auf jeden Fall eine Quest ist. Vielleicht geht es bei dem Eisgolem ja auch. Vielleicht ist der Kristallgolem ja irgendwie wieder so ein Zusatzding, dass der Xardas sagt, hey, hör zu, töte mir die Golems und dann... Aha, jetzt hast du alle vier besiegt, aber wie wär's mit dem fünften? So. Jetzt hätten wir noch die Snapper auf Steroide. Und der verhält sich tatsächlich sogar wie ein Snapper und nicht wie ein Razor, weil Razor rennen normalerweise über die halbe Karte einfach zu einem hin. Sehr aggressiv, die Viecher. Deswegen nehmen wir jetzt mal ein bisschen viel Abstand. Denn dass er gleich Verstärkung kriegt. Junge. Der kassiert böse. Gibt 170 EP. Ist vermutlich nur ein bisschen stärker als ein Snapper. Wenn er viel stärker aussieht. Und mal gucken, ob wir drei... Ich meine, wir kämpfen ja auch massenweise gegen Orks, ne? Das waren auch vor allem viele Krits. Ich habe mein Glück etwas überstrapaziert. Aber wir haben sie gemacht. Kann man uns nicht vorwerfen. Razorhaut können wir nicht mitnehmen. Hier fehlt auch noch. Das ist der letzte. Tatsache. Okay. Die gehen auch. Auf jeden Fall. Wir haben Unmengen an Tränken. Wir haben natürlich auch noch uns alle einen verleiben. Scavenger-Suppe erstmal. Die ganzen Fressalien hier müssen ja weg. Maulwurzsuppe haben wir auch. Wurzelsuppe. Die ist relativ wertlos. Aber bringt wenigstens Leben wieder. Und schon sind wir wieder hier unten. Unterhalb von Xardas Turm. Und hier wäre ja im Prinzip die nächste Goldmine in Gothic 2 dann. Da haben wir eine Gruppe Beißer. Nass gemacht. Ganz viel Fleisch mitgenommen und ultimativ viele Zähne und Krallen, die wir nie benutzen werden. Vielleicht ein paar davon. So, in Anbetracht dessen, dass drei von denen schon eine Hausnummer waren, würde ich dennoch versuchen, in aller Ruhe die einzeln wegzusägen. Wenn die tot sind, brauchst noch 6000 zum Level Up. Da hätten wir schon die Hälfte von dem Level gemacht. Habe ich ja, glaube ich, gestartet, ne, von wegen 12.000 EP. Hieß es damals noch. Hälfte haben wir schon mal. Da hinten sind noch mehr Razor. Dann wäre da noch die Trollschlucht mit ihren Goblin-Armadas-Truppen.
Verbänden. Ja, ich glaube, ich bin guter Dinge, dass wir die Stufe 10 vom Einhandkampf erreichen können und dann können wir danach erstmal 2 Level ab anstauen. Also noch mehr auf diese Kackviecher. Oder ist da irgendwas anderes? Das ist doch wieder ein Razor. Bin doch nicht bekloppt. Leider ist die Sicht etwas eingeschränkt. Hey, wir haben so viel Fleisch als Ragout. Ab die Post, würde ich sagen. Hat sich ja doch gelohnt. Maximale HP plus 3, was? Okay. Die müssen wir auf jeden Fall vertilgen. Das ist, game-changing jetzt. Ganz wichtig. Der Kollege war nicht alleine. Fokuswechsel bitte, danke. Nochmal 2 Razor. Aber hey, wir haben ja die Zeit. Und das Fleischwanzragout. Was muss man davon essen? 5? Oder mehr? Oder war das nur einmalig? Hm. Werden wir auf jeden Fall mal beobachten, wie sich das wandelt und verändert. Nochmal 2-mal Seraphis. Ein bisschen Kram. Yo, ist das wieder ein Stärkekristall? Lecco mio. Oder Geschicklichkeit? Nein, Stärke. Geschicklichkeit ist er vermutlich, wenn er leicht bläulich schimmert. Was geht hier ab? Uturiel. Junge, wo bin ich denn hier gelandet? Auf jeden Fall nicht im Schlaraffenland, weil die Truhe ist leer. Die aber nicht. Da ist blauer Kristall. Schattenläuferfälle. Wetten, wir kriegen von dem die Quest mit dem Kristallgolem? Das ist natürlich witzig. Da findest du hier einfach einen Feuermagier mitten im Nirvana. Guten Tag, der Herr. Schön, dass man diese ganzen Räume benutzt hat. Wer bist du? Mein Name ist Uturiel. Ich bin ein Magier des Feuerkreises und ein demütiger Diener unseres Meisters Innos. Feuermagier? Was machst du denn hier? Ich wünschte, ich könnte dich das Gleiche fragen, aber ich werde deine Neugierde befriedigen. Ich wohne hier. Und warum verkehrst du nicht mit den anderen Magiern? Nachdem Xardas gegangen war, nahm Koristo den ersten Platz in der Hierarchie ein. Ich habe ihn nie gemocht. Er war zu arrogant. Aber das ist noch nicht alles. Mit der Zeit veränderte sich dieser grauhaarige Magier immer mehr. Es schien, als ob er etwas erwartete. Da habe ich aufgehört, ihm völlig zu vertrauen. Hier kann ich meine Forschung frei betreiben. Im alten Lager wollte mir niemand zuhören. Von welchen Forschungen sprichst du? Bist du daran interessiert? Nun, ich bin auf die Idee gekommen, dass die magische Barriere vielleicht gar nicht zerstört werden muss, um von hier wegzukommen. Du fragst dich wahrscheinlich, wie man das erreichen kann. Ich denke, die Antwort könnte in der Energie fokussierender Kristalle liegen. Ich spreche von diesen großen glänzenden Steinen, die man in Höhlen findet. Hast du die so schon einmal gesehen? Tatsächlich? Ja, obwohl es nicht viele im Miental gibt. Du hast recht, man findet mehr außerhalb von Korinnes oder auf dem Kontinent, was nichts an der Tatsache ändert, dass sie auch an diesem vergessenen Ort zu finden sind. Zurück zum Thema. Diese Steine können magische Kräfte aus ihrer unmittelbaren Umgebung aufnehmen. Deshalb leuchten sie nachts. Sie strahlen eine sehr schwache Magie aus. Da die Barriere mit Hilfe von Magie erschaffen wurde, könntest du versuchen, die Kristalle zu benutzen, um etwas von ihrer Kraft abzuziehen. Das verstehe ich nicht ganz. Vereinfacht gesagt, nähert man sich der Barriere mit einem entsprechenden hergestellten Kristall, der magische Kraft abzieht und eine Bresche in die Barriere schlägt. Ja? Durch eine solche Bresche könntest du dann auf die andere Seite gelangen. Dein Plan scheint verrückt zu sein. Bist du sicher, dass es sicher ist? Sicher ist es nicht sicher. Was glaubst du, warum die Feuermagier mich für einen Trottel hielten? Aber das ist im Moment unsere einzige Chance. Nach meinen Berechnungen hält ein geeigneter Kristall ein paar Sekunden. Das reicht, um den Sprung auf die andere Seite zu schaffen. Also, wie wirst du mir helfen? Wie kann ich dir helfen? Die Zeit ist noch nicht reif dafür. Ich habe mich daran erinnert, dass ich noch etwas erledigen muss. Ich melde mich später wieder bei dir. Schön, dass das dabei steht mit dem Bedingung Kapitel 4. Das heißt, in Kapitel 4 werden wir dann dem vermutlich das Kristallgolem im Herz geben oder sowas in der Art. Finde ich auf jeden Fall cool. Es ist vielleicht nicht so schlecht, wenn man noch ein bisschen was in Stärke investiert, bis die Kosten
1 zu 4 werden sollten. Und dann volle Pulle übertreiben. Aber gegebenenfalls... Junge, wie viel Razor. Gegebenenfalls bin ich jetzt... Da ist wieder ein Flammendorn. Bin ich jetzt schon an dem Punkt angelangt, an dem ich einfach per andere Möglichkeiten in die Stärke komme. Oder kommen sollte. Ich will noch einen Flammendorn. Ja, Flammendorn kann schon mal nicht schaden. Gibt eh einen Stärkepunkt. Also den Stärkepunkt haben wir uns sicher. Und daraus Essenzen oder Extrakte der Kraft zu machen, oder der Stärke, ist schon übel. Also übel gut. Heilpflanze und der nächste kommt. Nee. Ich will nur deinen Kumpel. Mit deinem Kumpel muss ich reden, mit dir. Zu dir kommen wir nachher. Da hinten sind nochmal zwei Waage. Das ist gut. 6 ADP. Und man sieht auch hier wieder im Kampf, ne? Der Crit, der ist es einfach. Das ist einfach das Wichtigste. Wir müssen einfach so früh es geht den Einkampf maximieren und dann können wir immer noch über Stärke reden. Es knallt einfach. Es knallt einfach. Hier noch irgendwas im Wasser? Tatsache. Aber leider nichts Wertvolles. Nur so ein vergammelter Mana-Trank. Noch ein Flammendorn. Hey! Zum Glück nochmal nachgeguckt. Das ist krank. Also ich meine, wir könnten jetzt schon 14 Stärke nach oben pushen. Das ist eigentlich zu viel. Ich habe auch das Gefühl, man kann die ganzen Flammendorne vielleicht auch gar nicht nutzen. Vielleicht haben wir gar nicht genug restliche Zutaten, um daraus Stärketränke zu machen. Erst noch ein Level up und dann volle Pulle auf Einhänder und dann wird wirklich auf Alchemie geschwitzt. Und dann geht hier die Post ab. Wir haben übrigens schon bald Welt der Verurteilten erreicht. Also bei Welt der Verurteilten war ich bei Folge 114 schon fast am Ende. Mit 122 Folgen. Und hier stehen wir gerade mal in der, ja gut, Mitte Richtung Ende, Kapitel 2. Da hinten haben wir beim Xardas, glaube ich, einen Geschicklichkeitskristall. Das mit den Kristallen ist eine interessante Sache. Da haben wir schon 2-3 mit maximalem Leben mitgenommen. Und jetzt schon 2 mit Stärke. Nicht zu verachten. Als ob du mich in dem Gebüsch nicht siehst, komm jetzt her. Sind es 4 Waage? Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Das, willst du mich verarschen? Lag das jetzt wirklich an dem Gebüsch? Komm, red doch keinen Scheiß. Schön nach hinten laufen. Das bedeutet halt, auf der anderen Seite, 1200 EP. Huiuiuiui. Da kommt das Level-Up immer näher. Vielleicht können wir ja gleich mit voller Pulle zum Skeddy und direkt beides erlernen und ihn dann niederschlagen und das Erz wieder mitnehmen. Weil es funktioniert. So, niemals mit dem Rücken zu denen. Das könnte sonst böse enden. 4000 EP. Und da haben wir nochmal einen guten Batzen. Und da sind sie down. Da hinten geht es auf jeden Fall richtig rund. Da scheint wohl ein mächtiger Kristall zu sein. So wie das hier aussieht. Mal gucken, was da hinten abgeht. Hier sind auf jeden Fall noch mal ein paar
Kräuter. Blauer Kristall. Ich glaube, an denen können wir gar nichts machen, ne? Ne, das sind dieselben blauen Kristalle, die wir auch in anderen Orten schon gefunden haben. Vorzugsweise beim Kristallgolem. Die leuchten wohl einfach nur nachts. So unbedeutend, wie es halt klingt, ist es wohl auch. In diesem Fall. Das heißt, wir haben auch hier unter Xaras Turm schon mal alles kaputt gehauen. Das ist wunderbar. Das heißt, in der nächsten Folge gehen wir den Berg hinauf und gucken mal, was wir noch so schlachten können. Bin auf jeden Fall guter Dinge, dass uns das gelingen wird. Egal, was sich uns in den Weg stellt. Denn bisher kommen wir ja ganz gut zurecht. Hier war ja der Kristallgolem drin. Ich glaube, da unten rum, das ist, glaube ich, besser. Naja, wie dem auch sei, in der nächsten Folge machen wir ja weiter das Orkgebiet unsicher. Bis dahin. Tschüss.